Kirschtörtchen. Wie wär's mit einem Lutscher? Oder Infos über Tommy Marcano, wenn ihr lieber sind. Steig ein, dann finden wir's raus. Tommy Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Na, dann soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, Elsie, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Ich hab mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert. Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für einen Neuanfang. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will. Oder ob sie nur was Einmaliges war. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Warte, Elsie! Wer zur Hölle ist das? Was will der denn hier? Was soll das heißen? Was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt.
Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring auf, Frau Noxen. Rein mit dir. Das geht ab. Haltet euch zurück. Der Typ braucht einen Arzt. Schmeiß den Nicker irgendwo hin und lass der Natur freien. Ihr könnt jetzt gehen. Wie geht's, Neville? Wie läuft's denn, Elsie? Gut. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, Elsie? Einen neuen. Der neue sieht zwar stark aus, aber ich setze weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen. Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance, nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sein? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. Rein da, Fleischklops. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs! Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Bonnet ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist der Knife Johnson! Scheiße! Mach ihn platt! Prügel den Windel weich! Wir haben unseren Sieger! In der rechten Ecke, Jack Knife Johnson! Ihr könnt mich alle mal, ihr Arschlöcher! Unser nächster Kämpfer kommt aus Barclay Mills. Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Brawler. Boom Boom war ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Los! Kämpft, Nigger! Mach ihn fertig! In den Arsch. Ein bisschen härter! Jack Knife Johnson wird heute Abend erfolgreich sein! Und als nächstes der Champion! Ich kann euch nicht hören! Lauter! Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Bayou! Der Rüpel von River Row, euer Champion, Totengräber Bob! Du weißt, warum man ihn den Totengräber nennt? Weil er Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, wie kriege ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Mach ihn platt! Pussy, du sollst kämpfen! Tritt ihm in den Arsch! Ja! Wir haben einen neuen Champion, Mr. Jack Knife Johnson! Lasst hören, Leute, lasst hören! In Ordnung, Junge, das reicht. Gehen wir. Pass auf, wo du hingehst. Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Und wo gehst du hin? Ich? Ich hab was zu erledigen.
Irgendwas sagt mir, dass Boom Boom einen neuen Manager braucht. Nach ihr Nigger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Hast dir meinen Respekt? Hab ich. Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. ...gehabt hat. Fick dich. Schade, das wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Ich krieg dich, Kleiner! Ich verschanz mich! Hier muss nur geklärt werden, wie du bestattet werden willst. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Bitte! Keine Angst. Lou und Sal kommen bald nach. Der Wichser geht auf uns los! Mein Hund wird deinen Kack! Na, wie haben wir denn da? Ich suche Deckung!
schaffe ihn dir von der anderen Seite. Hey, er ist hier drüben. Scheiße, ich sitze hier fest. Wasserratten jagen. Niemand. Heilige Scheiße.
alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Ich bin alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole. Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Kann mich nicht erinnern. Georgie, schwing deinen Arsch her. Dein Onkel Tommy ist tot. Ich denke, das solltest du wissen. Das tut mir leid, Pops. Ich weiß, was er dir alles bedeutet hat. Er hatte was drauf, dein Onkel Tommy. Hätte ein Großer werden können. Ich sagte zu ihm, geh aufs College. Ich hätte es ihm auch bezahlt. Aber ihn zog's nach Kuba. Das ist nicht deine Schuld. Klar. Wir sind ziemlich am Arsch, verstehst du? Ich hab felsenfest mit den Blüten gerechnet. Ohne sie ist scheiße. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun können. Mach mehr Druck. Deine Leute müssen einfach mehr Kohle ran schaffen. Wäre nicht genug. Nur weil du eine Pistole auf jemanden richtest, kriegst du noch lange nicht mehr raus aus ihm. Wir könnten jederzeit Leo Galante anrufen und... Vergiss ihn. Ich baue dieses verdammte Casino nur, um endlich dem Würgegriff dieser Wichser zu entgehen. Wenn ich jetzt die Kommission reinhole, wollen die doch mitverdienen. Verdammte Scheiße. Na los, mach, dass du rauskommst. Ich muss wen anrufen. Raus! Scheiße. Leo! Wie geht's dir denn? Hier ist Sal. Ja? Hör mal, wir müssen uns unterhalten. Ich... hab versucht, den Teil von mir, der Lincoln helfen wollte, mit dem Teil, der geschworen hat, Jesus Christus zu folgen, zu versöhnen. Keine Chance. Wissen Sie was? Ich habe damals die Nachrichten gesehen und sah, dass sie Dr. King erschossen hatten. Ich erinnere mich, dass die Leute in den Straßen randaliert haben, weil sie sonst nichts mehr tun konnten. Und nebenan, im anderen Raum, rang Lincoln mit dem Tod. Vielleicht habe ich deshalb getan, was ich tat. Gespannt, wie du mich diesmal über den Tisch ziehst. South Downs gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Meine Jungs sollen hier nur einen der Läden sichern. Okay, mir egal, wer die Buden klar macht. Mich interessiert nur, wer letztendlich das Sagen hat. Und das sollte kein anderer als ich sein. Du bist aus gutem Grund der Boss. Du hast hier zwei Möglichkeiten. Klar, mir wär's lieber, du würdest dich für uns entscheiden. Aber was weiß ich, was in deinem Kopf vorgeht. Hör zu, es liegt nicht an Scaletta. Aber er schafft nicht mehr als eine paar Bezirke. Sieh ihn dir an, er ist bloß ein dämlicher Ithaka. Du bist heller als er. Und darum bin ich sicher, du überlässt diese Läden mir. Kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Zeig, dass du Ehre im Leib hast. Vito ist der Mann für diese Gegend. Mir reicht's von der Scheiße. Du hast mich belogen und beschissen, als du mich da reingezogen hast. Du hast meine Sympathie ausgenutzt und das verzeih ich dir nie. Na komm, alter Ire, entspann dich. Du weißt doch, dass es hier nur ums Geschäft geht.
Du kannst einem Iren nur so und so oft ins Gesicht scheißen, bevor er sich die Kacke aus den Augen wischt und mit der Flinte auf dich losgeht. Ich hab dich jetzt durchschaut, Lincoln. Bring das endlich in Ordnung, verstanden? Red kein Quatsch, Burke. So weit muss man's auch nicht gleich treiben. Deine Meinung kam rüber, Burke. Es reicht jetzt. Sicher hat sich einiges anders entwickelt, als ihr es erwartet habt. Doch jetzt läuft alles, wie ich es mir vorstelle.